Hallo und herzlich willkommen bei Gizmodo. Ich bin hier auf der CES in Las Vegas am Stand von Lenovo und schaue mir gerade ihr eigentlich schon im Ende vom letzten Jahr vorgestelltes XS60 an. Es wird allgemein in den Medien als iPhone-Clone genannt und tatsächlich dachte ich mir, das gucke ich mir jetzt mal ein bisschen genauer an, ob dieser Eindruck, ob ich den bestätigen kann und ich kann es nicht. Also exakt verstehe ich nicht. Ich habe hier ein echtes iPhone 6 Plus und hier direkt daneben das S60 und also ich weiß ja nicht, also auch das normale S6er iPhone schaut eigentlich komplett anders aus. Ich weiß nicht, wie die Assoziation da herkommt. Vielleicht wegen der Positionierung der Kamera, die ähnlich ist, aber und weil es abgerundete Kanten hat, aber das ist dann auch schon alles. Dieses Gerät hier besteht nämlich komplett aus Plastik. Da ist kein bisschen Metall zu sehen, also es ist eigentlich eher wie, wenn man schon diesen iPhone-Vergleich herziehen möchte, wie ein iPhone 5C war es, das ist die Plastik-Variante. Aber gut, kommen wir ein bisschen zu den Specs. Hier ist ein Snapdragon 410 drin, der Akku ist 2150 mAh groß. Zum Display, 5 Zoll Display, leider keine Full-HD-Auflösung, sondern nur HD-Auflösung, also 1280x720 Pixel. Ja. Also es könnte tatsächlich ein bisschen besser sein, das Display, muss man schon sagen. Ansonsten ist die Verarbeitungsqualität sehr hoch. Es ist wie gesagt komplettes Plastikteil, kommt in verschiedenen Farben. Hier haben wir zum Beispiel dann auch gleich nochmal eine gelbe Variante. Ja, ich finde die Farben an sich ganz nett. Passt soweit. Und was gibt es noch dazu zu sagen? Diese Knipse, die man hier hinten ansieht, macht 13 Megapixel. Ich habe hier ein bisschen rumfotografiert. Macht so auf den ersten Eindruck schon einiges her, bin ich ganz gespannt drauf. 2 GB internen RAM, speichert nur 8 GB, allerdings natürlich wie so üblich bei den Android-Handys, in diesem Fall hier erweiterbar mit Micro-SD-Karten zum Glück. Und ja, also das war es soweit zu dem S60. Wie findet ihr das Gerät? Wie fandet ihr das Video? Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, da haben wir noch jede Menge weitere CES-News. Dankeschön, das war Matthias aus Las Vegas.